Es war unfassbar spannend die letzten zwei Wochen. Ich habe wieder eine Umfrage gemacht, welches Thema soll als nächstes kommen. Und es war ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich bin wirklich wahnsinnig geworden. Moin und Servus, verehrte Freiläufer, und wir gucken uns das Ergebnis natürlich an. Vorneweg, wenn ihr den Kanal abonniert, dann seid ihr falsch. Aber den Kanal, den könnt ihr abonnieren und dann könnt ihr auch regelmäßig an Abstimmungen teilnehmen. Und das Ergebnis der letzten Abstimmung, das gucken wir uns jetzt an. Achtung, Achtung, Spannung! Bergauf und bergab laufen, ist das der Wahnsinn. Ganz dicht auf mit Schrittfrequenz. Und deswegen geht es jetzt gleich um das Thema bergauf und bergab laufen. Wir teilen es in zwei Videos. Ich kümmere mich heute nur ums Bergablaufen. Und vorneweg, alles, was ich euch da jetzt so erzähle, ist eine Idee von mir. Mehr nicht. Ich habe mir mal überlegt, wie kann man denn überhaupt effizient und schonend bergab laufen, weil da haben viele Probleme mit, viele verletzen sich oder haben mega Muskelkater am nächsten Tag und es ist oft der limitierende Faktor in Trailläufen. Bergauf kommen sie meistens doch irgendwie alle, bergab ist manchmal echt ein bisschen schwieriger. Und deswegen kümmern wir uns heute ums Bergablaufen. Wo sollten wir das thematisieren? Am besten nicht hier drin in der Academy, also am besten draußen am Hang. Spoiler-Alarm, ich fahre jetzt nicht in die Alpen, aber in Düsseldorf gibt es auch einen schönen Wald. Da geht es jetzt einfach mal hin. Los geht's! Endlich kann ich mal wieder im Wald laufen. Guter Grund, immer so ein Video zu machen. Ich suche mir mal ein schönes Plätzchen, wo ich euch was übers Bergablaufen erzählen kann. So, jetzt habe ich mein Plätzchen gefunden. Das sieht jetzt noch nicht nach starker Steigung aus, aber die Wasserwaage ist ja auch noch nicht drin. Sekunde. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Grundproblem beim Bergablaufen ist es ja nicht, dass ich bremse, sondern dass ich zu stark beschleunige. Also habe ich eine Belastung auf dem Fuß und auf den unteren Segmenten, die aus dieser Beschleunigung kommt, aus der Hangabtriebskraft letztlich, also mich immer Richtung Erdkern zieht. Und diese Beschleunigung, die sollte ich eigentlich jetzt erstmal im Kern rauskriegen. Das heißt, ich will ja gar nicht Gas geben, ich will ja gar nicht schneller werden. Ich will ja eigentlich so mit einer ungefähr konstanten Geschwindigkeit den Berg runterlaufen. Und deswegen muss ich vor allem gucken, dass ich diese Beschleunigung da rausbekomme. Wir haben ja mal darüber besprochen, dass wenn ich loslaufe, ich eine Beschleunigung brauche, um in Gang zu kommen. Und dafür lehne ich mich kurz nach vorne, beschleunige, dann ziehe ich mich im besten Fall wieder gerade, wenn ich meine Reisegeschwindigkeit erreicht habe. Das Prinzip kann man sich hier am Hang auch zunutze machen, nur halt entsprechend andersrum. Das heißt, wenn ich am Hang stehe und orthogonal, also senkrecht, naja, irgendwie so, zum Hang stehe, dann zieht es mich ja immer nach vorne. Das erkläre ich euch mal eben kurz an einem Lot, was man fällen kann vom Körperschwerpunkt. Wenn ich von meinem Körperschwerpunkt so ein Lot fälle und jetzt kippe ich mich nach vorne, dann fange ich im Prinzip immer in dem Moment an zu beschleunigen bzw. instabil zu werden, wenn dieses Lot meine unterstützende Fläche, also den Fuß, verlässt. Könnt ihr noch mal sehen? Ja, jetzt ist das, der Körperschwerpunkt liegt so ein bisschen hinter den Füßen jetzt. Jetzt kippe ich mich nach vorne und sobald das Lot die unterstützende Fläche den Fuß verlässt vorne, falle ich nach vorne. Das ist in der geraden Ebene das Gleiche. Also, bin ja schon wieder dreckig hier. Also, wenn ich im Hang stehe, dann lehne ich mich natürlich sowieso schon mal nach hinten und nur kleine Impulse nach vorne reichen schon aus, damit ich nach vorne falle. Also setze ich mich ganz entspannt, ganz bequem in diesen Berg rein, gehe vielleicht sogar ein bisschen in die Rücklage, damit ich schon mal erstmal so übe, wirklich auch bequem
und konstant und ohne viel Kraft am Berg zu stehen. Und jetzt kommt der Trick. Lass ich jetzt von einem Fuß den anderen einfach nur fallen und den, mein Standbein, ziehe ich einfach nur nach oben, dann habe ich sehr wahrscheinlich einen kleinen Minischritt gemacht. Das heißt, ich muss am Ende eigentlich nur gucken, dass ich meine Füße hochziehe. Heißt im Endeffekt, ich muss meine Bewegungsidee verändern, weg vom Bremsen, wenn ich in die Rücklage gehe mit dem Oberkörper, also mich bequem in den Berg lehne oder setze, hin zu Füße wegnehmen. Also ich nehme eigentlich nur immer die Füße leicht hoch und falle dann Stück für Stück, dadurch, dass ich die Hangabtriebskraft habe. Und deswegen funktioniert es in der Realität, ich habe immer einen leichten Impuls auch nach vorne. Also ich werde mich immer, auch wenn ich nur den Fuß anhebe, immer leicht auch abdrücken. Das heißt, ich falle automatisch Stück für Stück für Stück für Stück für Stück nach vorne, kann dadurch aber die Geschwindigkeit extrem gut kontrollieren und habe eben diese Beschleunigung daraus. Sieht in der Realität so aus. Ich gehe in die Rücklage, setze mich in den Berg, lehne mich in den Berg. Setzen ist blöd. Ich lehne mich in den Berg. Ich nehme einen Fuß hoch, das als Übung für euch. Und dann setze ich eigentlich nur von einem Fuß auf den anderen. Also die Idee ist eigentlich nur, dass ich die Ferse nach oben ziehe, 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 nach oben ziehe. Das kann man deutlich machen, damit einem das manchmal erstmal klar wird. Das kann man aber dann in der Realität auch mit ganz, ganz kleinen Schritten machen. Zack, zack, hoch, hoch oder weg, kann man auch sagen, weg, 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 hoch, 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 hoch. Für mich funktioniert es gut und mit allen, denen ich trainiere, funktioniert das in der Regel auch gut. Die kommen da gut mit klar, dieser Paradigmenwechsel, weg vom Bremsen hin zum Füße eigentlich nur wegziehen und ich falle dann schon. Das nimmt euch wirklich Belastung raus und viele, viele Leute erzählen mir, dass das echt wahnsinnig gut funktioniert. Probiert es einfach auch mal aus. Ich bin gespannt, wie es für euch funktioniert. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das Video für die Haltung, für die Laufhaltung auf geradener Ebene findet ihr in der Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es nämlich darum geht, bergauf zu laufen. Denn wer bergab läuft, muss ja auch wieder hoch, wenn er auf dem Berg wohnt. Macht's gut, bis dahin, ciao.